Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, wir befinden uns heute beim großen Preis von China und sollen den siebten Platz belegen, unseren Rivalen Lewis Hamilton besiegen und unseren Teamkollegen mal wieder und siebter Platz in der Fahrermeisterschaft erreichen. Ja, Qualifying lief wieder perfekt. Wir haben wieder die Pole Position. Also alles gut gelaufen, allerdings sehr, sehr knapp schon. Hamilton ist uns da ziemlich dicht auf den Fersen. Die Rivalität haben wir allerdings fast gewonnen. Wir sind jetzt bei 27 Punkten zu 22, glaube ich. Also uns fehlen nur noch 3 Punkte. Ich denke, das können wir schaffen. 23, genau, 27 zu 23. So, und wir entwickeln derzeit das Chassisgewicht. Das habe ich in Auftrag gegeben. Und danach haben wir nur noch zwei Möglichkeiten, was die Entwicklung angeht. Den Abtrieb und den Luftwiderstand noch einmal. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Bin ich mal gespannt, wo wir da landen. Und ob es das dann wirklich war. Was dann passiert. Bin mal gespannt. Gut, gehen wir mal ins Rennen. Shanghai hat uns schon immer mit faszinierenden Rennen und extremen Situationen überrascht. Wir denken an 2004, als der Sauber von Felipe Massa Jenson Button in der ersten Kurve beim Großen Preis überholt hat. Aber wir erinnern uns auch an die Debütsaison von Lewis Hamilton, wo er hier in China seinen ersten WM-Titel verspielt hat, und an Nico Rosbergs ersten Sieg für Mercedes in der modernen Ära im Jahr 2012. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Stefan Römer sitzt heute neben mir. Bei uns in der Kommentatorenbox ist es schön warm und trocken. Wie geht's dir? Freust du dich auf das Rennen? Es geht mir sehr gut, Heiko. Danke. Ich habe natürlich meinen Regenschirm auf dem Weg zur Box vergessen, aber das wird alles bald trocken werden. Es wird ein interessantes Rennen bei diesen Bedingungen, auch wenn man die Regeln der Kunst bei diesem Regen aus dem Fenster werfen kann. Der Fokus liegt weniger auf der puren Effizienz der Aerodynamik und mehr auf der Balance der Einstellungen und der Reifentemperatur. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Raikkonen, Sebastian Vettel und Ricardo. Perez, Alonso, Button und Nico Hülkenberg. Verstappen, Sainz Junior, Romain Grosjean und Ericsson. Quert, Bottas, Pascal Wehrlein und Esteban Gutierrez. Massa und Haryanto. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Tja, wie ihr seht, regnet es mal wieder. Natürlich nicht so schön. Und da ist unsere Strategie auch hinüber. Haben wir keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Könnten hier theoretisch nochmal an die Box fahren und neue Reifen holen. Aber das machen wir nicht. Das lohnt sich nicht bei 14 Runden. Ja, für alle, die es noch nicht bemerkt hatten, ich habe die Rennlänge ein bisschen reduziert. Von 50% auf 25%. Damit das den Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen erhöht. Also habe ich, wenn ich Fehler mache, nicht mehr so viel Zeit, um aufzuholen. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Kein so guter Start von mir.
Los, Hamilton, war schneller. Oh, da schiebe ich schon nach hinten. Oh, hier ist aber wenig Grip. Verliere ich gleich ein paar Plätze. Ja, jetzt aufpassen hier. Ist die KI ein bisschen rabiat. Auf den Grand Prix hier. Ja, fünfter Platz noch. Okay. Ja, alles drin. Schieben wir uns mal dazwischen hier gleich. Zack. Zwei Plätze gleich wieder mitgemacht. Ganz schön langen Bremsweg haben wir hier. Boah. Krass, bricht die Karre aus, ey. Ja, wie ihr in der Vorhersage auch gesehen habt, wird es das ganze Rennen durchregnen. Leider. Also stellen wir uns mal auf Regen ein. Mal gespannt, ob wir immer noch Vorteile haben im Regen. Weil bisher war die KI nicht so gut im Regen, was andere ein bisschen angeht. Sonst natürlich ja, die haben volle Traktion immer. Hier sind wir deutlich schneller als die Mercedes. Auf der Geraden hier, das hat man auch gesehen. Gerade. Boah, da komme ich voll von der Strecke ab. Das war nicht gut. Ey! Regnen und da. Mach mal ruhig da hinten. Och Mann, was war das denn? Oh, Scheiße. Jetzt komme ich hier auch nicht rum. Na toll. Danke, Vettel. Sehr freundlich. Ja, wie ich den Regen liebe. Ja, ja. Ja, jetzt heißt es aufholen. Weil uns ja von der Strecke geschossen hat. Scheiße, das ist auch viel zu spät gebremst. Oh, sieht nicht gut aus. Ja, Starkregen ist nicht so mein Terrain. Ich kann besser mit Intermediates. Wetterbericht. Regen hört sich schon mal besser an. Ein Platz gut gemacht. Oh, oh.
so stark gegenlenken, ne? Wahnsinn. Ja, noch ist nichts verloren, sind alle noch dicht beieinander. Alles okay. Ganz kurz stoppen, hier ist irgendwas mit meinem Mikro. Moment. So, jetzt geht's weiter. So gut raus aus der Kurve. Meine Geschwindigkeitsvorteil nicht so nutzen. Jetzt sind die Kollegen nicht dran. Viel mehr. Markus auch schon wieder hinten in den Plätzen. Nicht gut. So, haben wir schon ein paar Plätze gut gemacht. Stechen wir jetzt einfach rein. Zack. Gehabt. Wieder zwei Plätze. Nee, viel zu schnell. Thank you.
Geschwindigkeitsvorteil ausnutzen. Hoffentlich. Ja. Nummer 1. Nur hier, das ist mir zu riskant. Ja, nicht geschafft, schade. Jetzt wieder das zweite in der Kurve hier. Er steckt zurück, aber ja. So, da sind wir schon auf Platz 15. Upsala. Schöne Überholposition hier auf die Kurve. Da klappt das meistens. Ein bisschen Gas spielen, nicht zu viel Gas. Aber schon wieder zu viel. Dass wir in Science nicht reingerutscht sind. Schon wieder die Kurve nicht gekriegt. Außen überholt. Schönes Ding. Wir da zu weit weg. Hier können wir nicht überholen. Sorgen wir uns ran. Könnte vielleicht reichen. Ja, reicht auch. Jetzt knapp. Das gibt's doch nicht. Also kriegt die Kurve einfach nicht. Thank you.
Jetzt komme ich so langsam in die Regenbedingungen rein, finde ich. Punkt auf uns in Form von Hülkenberg. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Sehr schön. So, haben wir Max Verstappen vor uns, der es schon mal abgeschossen hat. Also ein bisschen aufpassen. Nicht in diesem Rennen natürlich, aber im letzten Rennen. Da ist doch mal schön das Rennen versaut. Australien. Das meine ich mit den 25%. So, jetzt müssen wir echt eine Aufholjagd starten und haben nicht mehr viel Zeit. Da erhöht das gleich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Max holen wir noch nicht. Lassen wir mal. Eigentlich die Kurve hier, Wahnsinn. Unfassbar. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 0,8 Sekunden. Scheiße, das war zu viel Gas. Schön, haben wir Max auch überholt. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal in den Punkten. Ist auch gut. Haben wir eben natürlich auch schon, 10. Platz. Thank you.
Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die KI nach wie vor im Regen nicht gut ist, auf dem Schwierigkeitslevel hier. Da haben wir echt gute Chancen im Moment. Zack, wieder zwei Autos. Schaden einhandeln. So wie es aussieht, das Wichtigste. Ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Reifenwechsel, gehen die alle rein? Bin jetzt mal gespannt. Das könnte uns nochmal nach vorne katapultieren, weil für drei Runden die Reifen zu wechseln, das lohnt nicht. Ja, spannend, die jetzt reinfahren alle. Ich glaube nicht. Oh, die fangen alle rein. Geil. Das nutzen wir aus. Oder? Nee. Ich fahre nicht rein. Schade. Ich dachte gerade. Ja, und ich soll reinfahren. Klar. Das wäre es ja auch gewesen jetzt, ey. Schiebung! Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Ja, das dachte ich mir schon fast. Button, wenn wir noch überholen können, aber dann ist auch finito. Und die anderen sind einfach zu weit weg. Oh naja, den letzten Platz auf dem vierten dann eventuell. Ist, denke ich, auch ein Spitzenergebnis. Ausfall. So sauber, saug dich ran. Vettel liegt jetzt in Führung. Oh, das ist gut. Gut für uns. Schlecht erwischt die Kurve. Zwei Runden noch. Ich finde, jetzt kann man das auch schön sehen. Wir werden jetzt keine Chance mehr haben, um das gut zu machen. Aber wir hätten... hier Erster sein können, wenn wir auf 50% Renndistanz gestellt hätten. Offenbar kann man das mit dem Schild jetzt gerade schön einsortieren. Also klappt, wollte ich damit sagen. Aber passieren tut immer was nach Formel 1. Macht das Spiel auch so interessant. Da kann man auch mal, wie in dem Run hier, mal schnell auf dem letzten Platz sein. Unser Soll haben wir auch erfüllt derzeit. Wir sollten ja am siebten Platz ins Ziel kommen.
also auch die Teamvoraussetzung erfüllt. Schon zu weit. So, letzte Runde. Final Lap. Nicht cool an von Markus. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, können wir mal den hochdrehen. Die letzte Runde. Ziel verbraten. So, ein paar Runden mehr und dann hätten wir die vorne auf jeden Fall gekriegt. So, jetzt musst du fett ins Ziel fahren. Yeah, sehr schön. Sehr schön, weil dann ist unser Rival nicht so weit weg. Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die... Ich spreche das mal ab, ist ja nur sowieso nur gesammelt, immer das Gleiche. Wenn wir den Start nochmal angucken, den habe ich ja leider so ein bisschen versaut. Da fing die Kettenreaktion dann an. Dann kam ich viel zu weit raus. Da war ich zeitweise schon auf dem 6. Platz. Jetzt auf dem 5. wieder. Und jetzt 6. Jetzt wieder 5. Ja, das habe ich ein bisschen versaut, den Start. Dann greife ich zum ersten Mal an, dann wieder auf Platz 3. Sehr schön. Okay,
hier passiert jetzt nichts weiter, wenn wir ein bisschen vorspulen. Ich gerne die zweite Runde sehen möchte. Wie Vettel da weggedrängt hat. Und dann glaube ich wieder abgekommen, ja, zack. Da kommt's. Gott sei Dank. Zack, da kommt es. So. Was macht er da eigentlich? Ach, er verbremst sich auch. Nee, er zieht absichtlich nach links. Ja! Was ist das denn gewesen, bitte? So, hier. Zack, jetzt zieht er raus. Ja! Bumm. Das war ja Absicht. Seht das mal an hier. Hätte gar nicht gemusst, nach links gemusst. Nicht mal auf seine Ideallinie wollte er. Schön hier den Mond, zack. Ja, ja. Ist klar. Alles Absicht. So. Gut, wir haben den fünften Platz dann doch noch erreicht. Denke ich ganz okay. Kriegen damit 10 Punkte. Oh, Lewis Hamilton ist auf den dritten Platz sogar abgerutscht. Das ist ja cool für uns. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung Schön. Nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Sebastian Vettel, er war heute eine Klasse besser als die Konkurrenz. Einfach eine Freude, ihm zuzusehen. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Jo, das war's. Wir sind auf Platz 5 und auf Platz 4 und auf Platz 5. Sieht doch gut an. Also 4 Fahrer, 5 Konstrukteur. Das ist, denke ich, noch alles okay. Gut, schauen wir uns nochmal die Punkte an. So, 264, 341 Punkte. Rivalität, yes, gewonnen. Nimm das, Hamilton. Sehr schön. Schönes Ding. Ja, ja, da machen die dazu alle. Oh, draußen ist schon dunkel. Wir springen mal ins nächste Wochenende. Linie ein bisschen anpassen. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, die wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. So, sehr schön. Das Chassisgewicht hat sich reduziert durch unsere Entwicklung. Sehr schön. Gut, beim nächsten Rennen geht es in Sochi weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich wie immer über Abos, Kommentare und Likes. Und hoffe euch beim nächsten Video zu sehen. Und wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.